Liebe Two-Set Violins, da habt ihr so eine Art Turing-Test mit Musik gemacht, der uns zeigen soll, ob man überhaupt noch komponierende Computer von komponierenden Menschen unterscheiden kann. Was genau kam denn dabei raus? Dass ihr gute von schlechter Musik nicht unterscheiden könnt? Dass schlechte Musik von der KI komponiert genauso schlecht ist wie schlechte Musik von schlechten Komponisten? Dass man, wenn man sich nicht länger mit den Hintergründen beschäftigt, sich von ein paar KI-Freaks reinlegen lassen kann? Jedenfalls bestimmt nicht, dass man mit KI gute Musik komponieren kann. Dabei habt ihr euch so um die Musikwelt verdient gemacht und habt den Schwachsinn vom schnellsten Geiger der Welt ein für allemal aus der Welt geschafft. Ihr habt vorgeführt, dass das hier, was Ben Lee, der angeblich schnellste Geiger der Welt, bietet... so schlechtes Geigenspiel ist, dass vollkommen egal ist, wie schnell dabei einer die Geige mit dem Bogen rubbelt. Ihr habt, indem ihr mit dem Schwachsinn aufgeräumt habt und das Guinness-Buch diesen Rekord nicht mehr führt, die Welt zu einem besseren Platz gemacht. Ihr seid eben Geiger und damit vom Fach und lasst die Welt daran teilhaben. Wer sich von einem Scharlatan auf der Geige reinlegen lässt, wird von euch aufgeklärt. Wunderbar. Anscheinend seid ihr, was Komposition angeht, kein bisschen besser als jeder, der glaubt, dass Ben Lee der schnellste Geiger ist. Euer Turing-Test ist jedenfalls sicher eine Freude für Gläubige der KI, aber bereitet Menschen mit musikalischem Sachverstand furchtbare Schmerzen. Fangen wir mit eurem ersten Beispiel an. Ein bisschen Hintergrundwissen wäre für die Welt sehr hilfreich. Die Melodie ist nicht von einer KI, sondern das Kirchenlied »Wer nur den lieben Gott lässt walten« von Georg Neumark. Bach hat selbst drei Unterstimmen dazu komponiert und daraus einen Choralsatz gemacht. Das macht man auch im Musikstudium und nennt man Aussetzen einer Choralmelodie. Wenn man alle satztechnischen Regeln befolgt, kommt man zu einem Ergebnis, das ein Laie möglicherweise nicht von einem Bach-Choral unterscheiden kann. Das sollte man einer KI also beibringen können und hat mit Komponieren noch nichts zu tun. Wer ein bisschen Musikstudium hinter sich hat, sollte sich allerdings schon wundern, dass die KI noch nicht einmal so etwas ohne üble Fehler hinkriegt. Im ersten Takt beginnt der Tenor mit einem Tritonus aufwärts, die Septime im Tenor wird nicht aufgelöst, im zweiten Takt Quintparallelen zwischen den Außenstimmen, die Bassstimme nimmt den Grundton der Dominante zu früh vorweg und der Querstand zwischen dem H und dem Sopran und dann dem B im Tenor im vierten Takt ist so grotesk scheußlich, dass ich gerne Kontakt mit euren Hochschullehrern aufgenommen hätte. Wer das nicht hört, sollte in Musiktheorie noch einmal nachsitzen. Das echte Beispiel von Bach ist vielleicht zu kurz, um es einschätzen zu können. Es enthält auch nur eine Melodie vorbereitender Akkorde. Aber dass man für deren herrlichen Gang kein Ohr hat. Jammerschade. Zum zweiten, dem romantischen Stück. Das soll Romantik sein. Dieses hilflos herumeiernde Melodiechen begleitet durchgehend mit Grundakkorden. Und einer von euch beiden fällt darauf rein.
Die Macher von Aiwa, die KI, die dieses Stück verbrochen hat, behaupten ja, dass die KI 30.000 Partituren klassischer Meisterwerke studiert habe. Dass die da nicht mehr draus lernen konnte, als dieses Melodiechen dauernd zu wiederholen und mit lauter Grundakkorden zu begleiten. Nicht mal ein Sechstakkord. Nehmen wir noch das dritte Stück Filmmusik. Schon wieder nur Grundakkorde. Man kann das ja schön finden, da es ja immerhin elegische Dur- und Mollakkorde enthält. Die Melodie ist ja, naja, immerhin. Ich habe allerdings schon 50 Versuche bei Aiwa durch und nicht ein einziges Mal eine Melodie hingekriegt, die annähernd so brauchbar war. Ich gehe mal davon aus, dass man der KI noch ein bisschen geholfen hat. Die Melodien, die Aiwa produziert, sind nämlich immer so verkorkst. Da kann jeder Zufallsgenerator mithalten. Trotzdem, dass eure musikalischen Ansprüche nicht darüber hinausgehen, sich von so einem einfallslosen Kitsch beeindrucken zu lassen. Abgesehen davon, dass diese 10 Takte schon das ganze Stück sind und nur noch in verschiedenen Arrangements wiederholt werden, wäre ja auch eine Erwähnung wert gewesen. Für die Beispiele der Sparte Dark Cinematic gilt entsprechendes. Filmmusik-Klischees und sobald die Beispiele etwas länger als 90 Sekunden werden, wird es richtig billig. Wenn etwas daran professionell wirkt, hat auch hier sicher ein menschlicher Editor nachgeholfen. Meine Erfahrungen mit Aiwa lassen keinen anderen Schluss zu. Also, was haben wir gelernt? Etwa, dass Filmmusik oft derart schematische Klischees bedient, dass das auch eine KI kann? Das wäre eine Entzauberung, die für Hans Zimmer und Danny Elfman sicher nicht ganz unverdient käme. Ich glaube aber, dass ihr euer musikalisches Urteilsvermögen ein bisschen trainieren solltet. Eure Fans haben bezogen auf die Qualität von Komposition genauso viel Erziehung verdient wie bezogen auf die Qualität von Geigenspiel und Talentshows. Und damit alles Gute. Euer Christian Ebertz.